Wir gucken mal gleich im Gefängnisbus. Vielleicht ist da irgendwo eine Pistole. Ah! Oh, die ist doch gespawnt! Verarsch mich nicht, Spiel! Die ist gespawnt, du Sau! Wie kann man sowas machen? Sowas ist unfair. Das ist mega sau unfair. Ja, spawn nochmal! Hä, feiern die hier Silvester jetzt oder was? Das bummert ja so. Okay, wir rennen einfach geradeaus, okay? Oh Gott. Okay. Okay, okay, wir sind raus, wir sind raus. Wo steht unser Auto? Die feiern hier wirklich Silvester. Oder kann, muss nicht Silvester sein, aber irgendwas. Das lockt die alle an, ne? Heilige Scheiße, ey. Gut, jetzt haben wir eine Taschenlampe auch noch schön. War ich das? Ich hab was gehört. Ich hab Schritte gehört. Ich hab Schritte gehört. Okay, okay. Wir bleiben schön auf Abstand. Der Bus ist weg. Der Bus ist weg. Tatsache. Tatsächlich ist der Bus weg. Der Typ ist wirklich abgehauen mit denen. Aber warum sah der auch schon aus wie ein Zombie? Und die drin im Gefängnisbus sahen auch aus wie Zombies. Steht da jemand? Ah, nee, ist die Tür. Jesus Christ. Ey, Bruder, ich hab eine Taschenlampe. Was ist los? Hey, Ken. Ken? He's probably checked in at the hotel already. Oh nein. Oh! Geiler Motorraum. Kein Wunder, warum der Wagen nicht mehr gefahren ist. Also jetzt wundert es mich ja nicht mehr. Ah. Haben wir da irgendwas drin gehabt? Zufällig? Nee, kann man nicht öffnen. Alter Scheiße, ey. Guck mal, da ist Feuerwerk. Immer noch. Vielleicht ist jetzt irgendwas im Bus gespawnt. Magazin oder so. Ich packe erstmal ein hier. Das nervt ja sonst dauernd. Das macht die ganze Zeit wusch, wusch, wusch. Okay, hier ist nichts. Wir wollen einfach nur nach Hilfe suchen, ja? Wegen unserem Auto. Weil wir uns erklären lassen müssen, dass im Motorraum Motorgeräte gehören, damit das Auto überhaupt fahren kann. Und dann passiert sowas. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier hinten ist. Ob die da immer noch rumhängen. Mit der Leiche. Doch, die sind immer noch da. Ne? Dann fühle ich mich aber sicher jetzt auch. Hier kann mir ja nichts passieren. Weil hier sind die ja auch noch. Officer? Können Sie mir helfen? Mir ist was passiert. Madam? Gehen Sie bitte auf öffentlichen Toiletten wenigstens, ja? Nicht hier, bitte. Da wäre ich ganz sauer bei sowas. Kann ich hier überall hinscheißen, wo Sie wollen. Naja, gut. Ist ja ein Spiel. Aber ganz ehrlich, also in Real Life, ne, nur mal kurz hier Bescheid geben, Bescheid sagen, dann haben wir Unterstützung. Hier sind 4 Leute. Ja, da hätten wir Hilfe. Der Officer hat 100 Pro noch eine Shotgun im Wagen und ordentlich Munition. Und dann würden wir das Ding hier stürmen, Freunde. Wir würden hier das ganze gesamte Ding hier, alles hier stürmen. Den gesamten Umkreis. Dann würde es aber richtig abgehen. Oh, guck mal, Feuerwerk. Und da habe ich ja schon mal gesagt, Grafik ist hier jetzt bei dem Spiel jetzt natürlich jetzt nicht High-End, ne? Nicht so mega, mega, mega krass, krass, mega krass, um es so zu beschreiben. Aber ist halt ausreichend für ein Spielerlebnis so, sage ich jetzt, ja? Was natürlich nicht, ja, wie gesagt, mega
Hyper krasse Grafik. So, hallo, wohnt hier wer? Okay. Mann, ey, nur mal dahin, ein bisschen kurz von seiner Waffe was abhaben, da, von seiner Muni. Sollte ich hier überhaupt schon langlaufen? Ich glaube nicht. Ich gehe jetzt auch zum Ziel, es bringt nichts. Jetzt, wir wollen nicht da irgendwo denn plötzlich reinlaufen, wo überall Zombies sind. Von wo machen die das Feuerwerk? Hinter dem Felsen? Ja, okay, da kommen wir gar nicht hin. Schade. Da müssen ja auch Leute sein. Dann gucken wir mal, was uns erwartet. Wir mit unserer Rohrzange hier. Bewaffnet, voll. Wir sind mega gut ausgerüstet, Freunde. Wir sind richtig ready. Wir können alle kommen. Scheiße, ey. Oh, da ist schon was. Ach nee, war nur ein Zaun. Hallo? Ah, oh, unser Bruder, ey. Scheiße, ey. Ich weiß auch nicht, immer noch nicht, was es war. Waren das Betäubungspfeile? So, wir gucken mal durchs Fenster rein. Scheiße, ey. Okay, da sehen wir gar nichts. Können wir hier das Auto aufmachen? Nee, können wir auch nicht. Okay, heilige Scheiße. Also wir werden jetzt bestimmt nicht hier irgendwo in ein Gebäude reingehen und dann ist da unser Bruder und wir sagen, hey, ja, cool, ja, wir haben Zimmer gefunden und Spiel ist vorbei. Oder Kapitel. Das denke ich nicht. Hallo? Ist hier wer? Guck mal, hier im Hotel. Rezeption. Scheiße, komm schon, ich brauche Munition, ich muss Munition finden. Wir kriegen hier aber keine Tür auf. Scheiße. Okay. Da ist jemand. Da ist tatsächlich jemand vor. Oder ist es nur der Stuhl? Oh fuck, egal. Komm. Ey, wir nehmen trotzdem die Waffe. Mache ich immer so. Wenn ich irgendwo ins Hotel gehe, ob Motel, Hotel oder sonst was, ich gehe immer erstmal mit einer Rohrzange und einer Taschenlampe auf die Rezeption zu. Heilige Scheiße. Hallo? Ach, da ist tatsächlich jemand. Okay, dann ist aber alles sicher. Okay. Hallo, Sir. Howdy. You got a reservation. Hey, listen. I was just attacked at the gas station by two guys. We need to call the police. Sorry, amigo, no can do. The lines are all tied up right now. Something big must be happening. But I tell you what, if you want, I can give you a holler once I get through. Now, do you have a reservation? Well, my brother Ken was supposed to check us in. Last name is Wilkinson. Wilkinson, huh? Sorry, but nobody here by that name. Was? Really? Oh, no, I'm just kidding. Your brother told me when you came by I was to send you on a wild goose chase. But I don't think you exactly look like you're in the mood. Understatement of the year. You just scan your ID and I'll fetch your room key. Jo, mach ich. Was für ein Penner, ey. Dann sagt er einer, ja, ich sag ja, mein Bruder, der war hier schon, muss schon hier gewesen sein, hat hier schon eingecheckt. Der ist so und so. Er guckt da, er sagt so, nee, hier ist keiner, der so heißt. Was für ein Arsch. Und dann, ha, nee, ich hab dich nur verarscht. Alrighty, thank you, sir. And here's your key. Ja, hier it's ist mein. The last building all the way in the back behind the swimming pool. Yep, second floor, room 505. Okay. Thanks. Thank you, man. Dafür hatten wir unser Personalausweis hier. Okay. Okay, nice. Ich dachte, jetzt ist hier die Hölle ausgebrochen. Aber ganz normal hier. Rezeption.
Wir haben jetzt unser Zimmer. Wurden aber angegriffen. Alter. Okay. Okay. Ja, dann läuft jetzt hier gerade doch noch alles okay, ne? Außer das, was an der Tankstelle passiert ist. Oh Mann. Wir haben noch unsere Taschenlampe. Unsere Rohrzange. Die aber auch bald kaputt ist. Und wir haben ein viel schöneres Zimmer da. Guck mal, das sieht doch schön aus. Sieht schön Einland aus da. Das schöne rötliche, der warme Ton. Ich will nur mal gucken, ob ich hier irgendwo mal reingucken kann hier. Nee. Das ist jetzt, denke ich, natürlich auch gar nicht so weit programmiert, dass du jetzt hier so alles erkunden könntest oder hier Türen noch andere Türen öffnest und so, sondern das ist nur aufs Ziel ausgerichtet. Schätze ich hier. Oh, mit Mucke. Dann gehen wir jetzt ins Zimmer, Freunde. Da hinten war ein Unfall. Aber schon seit Anfang an gesehen. Da ist immer noch die Polizei. Wir sind liegen geblieben. Ein Glück vor allem direkt hier. Ne? Da haben wir richtig Schwein gehabt. Direkt vor einem Hotel. Und Tankstelle haben wir auch eine komische Sache erlebt. Also eigentlich könnten wir jetzt gar nicht schlafen gehen, ja? Normalerweise. 505. Unser Bruder ist schon da. Achso, wir haben einen Schlüssel. Sind wir zusammen mit unserem Bruder oder getrennt? Well, well, well. Look who finally made it to the party. Hey! Smartass. Hey, listen. You're never gonna believe what just happened to me. Ja, Mann. You're right. Why don't you save it for tomorrow? We've both been up for over 24 hours and checkout is in 6 hours? Fine. For once, I agree with you. By the way, did you grab my phone out of the car? Sure did. It's over there by the TV. Oh. Why don't you shower up before turning in, though? You smell like a turd sandwich with a side of puke. Ken, are you serious? Did you really check us into the honeymoon suite? Don't pretend you don't admire my sense of style. Well, you've definitely spent way too much time out in the sun. Verdammt hell hier drin. Was? Okay, wir sind schlafen gegangen. Ich wollte aber gerne noch ein bisschen mich da umschauen. Toll, danke, Spiel. Gut. Bruder wollte noch nichts hören. Er dachte, ey, komm, lass erstmal schlafen und dann reden wir in Ruhe darüber. Kannst mir dann alles erzählen. Und jetzt sind wir zum Schäfchenziehen gegangen. Arizona, 8.23 Uhr. Ich muss mich manchmal immer umstellen hier. Manchmal spawnt er mich dann hier so ein bisschen kleiner oder größer. Ist es hell draußen? Ist es Tag? Oh, was? Hier liegt auf einmal eine Axt? Was ist denn hier los? Hä? Ja, ich weiß. Oh. Guck mal, ist hell draußen. Ach, sieh mal an. Guck mal, wir können schmummeln. Es ist hell draußen, schon heller geworden. Und ich sehe da irgendwie zwei Leute, die stehen da ganz komisch. Mann. Und warum ist da Blut? Achso, ich muss... Nee. Mann, ja, was ist denn jetzt los? Unser Bruder. Ken, where the hell are you? You can't sleep through just about anything, can't you? Have you not taken a look outside yet? No, I just woke up. Hang on, let me open up the blinds. Just a sec. Ja, okay, Moment. Wir gucken uns aber hier auch erstmal um. Wir haben eben kurz ein bisschen schon mal reingeschmummelt. Rausgeschmummelt. So, hier ist nichts drin. So, umgucken.
Hier ist eine Lampe. Hier. Oh, hier ist ja auch offen. Ein schöner Blick da zum Wasser. So. Erstmal umgucken, was wir hier alles haben. Ich habe irgendwie Schiss, dass wenn wir hier rausgucken aus dem Fenster, dass auf einmal es richtig losgeht, ja? Auf einmal werden wir gestürmt oder so. Ich möchte hier kurz in Ruhe gucken, ob wir was haben. Ah, hier noch eine. Wir haben ja schon eine auf dem Tisch. Obwohl die auf dem Tisch sah so verbraucht aus. Ich nehme mal die neue. Okay. Hier war nix. Eine Gitarre. Ja. Können wir gar nicht so mitnehmen. Aber dit. Achso, können wir allgemein gar nicht so mitnehmen. Ich stell's erstmal ab. Zack. Da geht nichts auf. Ja, aber hier noch eine schöne Tür. Oh, ein schönes Bad. Oh, ein schönes Bad. Schöner Boden. Muss ich sagen. Ah, Schubladen, die immer leer sind. Guck mal, hier ist ein Suchzeichen. Jetzt sind wir schon mal der ganzen Sache ein bisschen näher. Medizin, wa? Ja, wäre auch das Einzige, was logisch wäre hier im Bad. Falls es uns mal nicht so gut geht. Aber noch sind wir bei 100. Oh, mein Mikro wieder. Tut mir leid. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. So, erstmal in Ruhe duschen gehen hier. Bevor es losgeht, ne? So, dann haben wir noch die Schränke. Munition wäre geil. Und unsere Waffe ist sowieso weg. Toll, danke schön. Vielen Dank. Und hier ist gar nichts. Alter, wir haben keine Waffe, Pistole? Also keine Schusswaffe? Nee, Tatsache. Kannst nicht fassen. Gut. Auf jeden Fall nehmen wir die Axt. Die ist nämlich mega geil. Okay, dann gucken wir mal. Wow! Können wir ihn retten? Oh, der stand kurz und ist auf einmal in Luft aufgelöst. Ach du Scheiße. Holy shit! What the hell's happening? Hey, are you okay? Yeah, I think so. A little banged up, but nothing too serious. Do you know what the hell's going on? Not much. Some vague shit I heard on the radio. People going crazy or something. About last night, I... There's no time right now. If we're gonna get out of here, I need you to get your head on straight and listen up. I'm listening. This is a prison bus. Don't ask. I don't have time to explain. But I need you to come meet me at the trailer park behind the hotel. But first, find something you can arm yourself with. Anything can be used as a weapon. You got it? I got it. I'll see what I can find. And hey, be careful. Holy fuck. Okay. Wir treffen uns mit unserem Bruder. Der hat gesehen, da ist der Gefängniswagen. Warum der jetzt auch wieder da zurück ist, jetzt keine Ahnung. Da hinten ist er ja auch, glaube ich. Und ich weiß, dass er alles voll war mit Knastis und die sahen alle aus wie Zombies. Schon mal nicht so toll. Ja, wir müssen uns durchschlagen. Und bewaffnen. Uah! Alter, habe ich mich erschrocken, du Sau. Du Sau. Ja, komm her, komm. Komm, ich warte. Ja, ist klar. Was soll man dazu sagen? Kopf ab. Die heilige Scheiße. Fuck, das tut mir leid, mein Freund.
Ich habe dich gestern noch beim Steakbrutzeln gesehen und getroffen. Ach du Scheiße. Okay, hier können wir nichts mehr. Oh, 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 what the fuck? Okay, da unten treffen. Oder vielleicht nicht am Gefängniswagen treffen, sondern der Gefängniswagen war einfach da. Okay. Ich wollte eigentlich auf Nummer sicher gehen. Oh Gott. Okay, wir haben aber noch gut hier immer Spielraum. Vorhin habe ich einen gesehen. Der ist hier aber nicht mehr. Oh, jetzt haben wir keinen Überblick mehr. Aber schon viele Leichen überall, überdeckt. Was? Ja, dann komm doch. Verdammt nochmal. Was geht hier ab? Man geht hier hin, mietet sich ein Zimmer und denkt, jetzt wird wieder alles gut. Es war ein Albtraum, aber nein. Es wurde noch schlimmer. Ach du Scheiße. Die Gitarre ist kaputt. Es wird Zeit, härteren mit hinzunehmen. Okay. Jetzt reicht es. Jetzt reicht es absolut. Komm schon. Ja, Munition. Hammer. Eine Waffe wäre auch noch geil. Scheiße. Wir müssen zum Bruder. Ja! 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 Tut mir leid! Tut mir leid! Tut mir leid! Wo ist der andere? Der ist abgehauen. Oh, da ist noch einer. Willst du mich rollen? Bringt nichts. Was? Was? Oh Gott. Scheiße, ich hab echt Schiss, jetzt umzingelt zu werden, ne? So, Munition haben wir schon mal. Ach du, im Wasser? Oh. Heilige. Heilige! Ja, komm, komm! Tut mir leid. Es tut mir so leid. Aua! Okay, wir wurden nicht gebissen, wir wurden nur geschlagen. Oh, guck mal. Oh, weia, oh, weia. Ja! Ach, komm her! Komm, komm! Komm zu Papa! Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen Tempo hier geben. Waffen finden. Schusswaffen finden. Midi. Gut, einmal Midi haben wir, ja. Verfatzter. Egal, wer mir auch im Wege steht. Oh. So, jetzt haben wir Medizin genommen. Boah, er kommt wieder like a boss, Alter. Kommt dir entgegen. Was, du hast immer noch nicht genug? Ja. Denkst du, du bist Boss? Denkst du, du bist Boss? Ja, da kommen ja immer. Die kommen auch unendlich. Betten? Deshalb müssen wir hier mal schnell uns anschauen, ob hier Schusswaffen sind. Was ist dort? Ach, guck mal, da ist wirklich der Gefängnisbus.
Das ist eine Schaufel? Nee, keine Schaufel, ein Besen. Boah, hier sind da ein Haufen. Hier ist keine Muni oder so, aber hier war eine Tür auf. Nein. Ja. Ja. Boah. Alter, Eskalation! Ja. Ja. Alter, jetzt schlag doch mal zu, mein Freund! Schlag doch mal zu! Los! Ein armes Mikro, ey. Was das schon alles ertragen muss, immer. Guten Tag. Oh, oh. Los, komm her! Ja, steh noch mal auf! Tu mir den Gefallen! Nein! Oh nein, wir sind am Arsch. Oh, danke, Spiel. Scheiße. Ja, einen habe ich noch. Komm her. Oh, Zwillinge. So, jetzt schnell hier reingucken. Ah, guck mal, haben die auch aufgebrochen. Was ist das denn für ein Fehler hier? Scheiße. Komm schon. Okay. Hier haben wir noch einen Raum. Hier könnte aber jemand im Bad sein. Okay, die kommt tatsächlich hier rein? Mit Scheiß Ernst? Ja. Steh bloß nicht auf. Okay, schnell, schnell, schnell. Ist geil, dass wir wenigstens hier noch ein Zimmer haben, wo wir alles durchsuchen können. Bäm! Da hat sie es ausgenutzt. Eiskalt. Haben wir noch immer noch verfolgt? Ich glaube schon. Hauptsache keiner ist hinter uns. Also wir haben schon ordentlich Munition eingepackt. Aber wir haben noch keine Schusswaffe. Och nein! Lass ihn schwingen, mein Freund! Aua! Nach einem Schlag liegst du schon am Boden? Ist dein Ernst? Ja, komm, bleib unten. Oh Gott, ich krieg die Tür nicht auf? Ist dein Ernst? Komm, 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 komm. Nix. Ich hab Angst, dass da ein Zombie drin ist. Okay. Okay, hier ist noch Munition, aber keine Waffe. Das kann doch nicht wahr sein, dass hier keine Waffe ist. Keine Waffe. Das auch nochmal mit Munition. Ach du Scheiße. Okay, die haben mich noch nicht gesehen. Sehr gut. Wir gucken mal gleich im Gefängnisbus. Vielleicht ist da irgendwo eine Pistole. Oh, oh, die ist doch gespawnt. Verarsch mich nicht, Spiel. Die ist gespawnt, du Sau. Wie kann man sowas machen? Sowas ist unfair. Das ist mega sau unfair. Ja, spawn nochmal. Alles klar. Ey, das ist aber gemein. Das ist arschig, ganz ehrlich. Einfach spawnen lassen. Und die eine rennt mir noch hinterher. Ja, lauf. Lauf, Forrest, lauf! Gegen meine Zange! Ach, Herr Polizist, gucken Sie mal. Kennen Sie den? Okay, wir dürfen jetzt nicht übertreiben hier. Mit dem Schlagen nur was nötig ist. Wenn das Ding kaputt ist, dann haben wir nichts mehr. Gefängnisbus. What the fuck? Hier ist noch Munition gewesen. Hat sich jemand genommen? Warum ist der hier?
Haben wir hier noch irgendwas? Scheiße, ich komme hier nicht rein. Fuck. Ich kann auch gerade nicht glauben, dass das Spiel mir hier keine Schusswaffen gibt. Nein, es ist ja alles weird hier. Dass wir hier an diesem Ort keine Schusswaffe finden. Komm schon, schwing! Mann ey, scheiße, wir stecken hier voll ein. Gut, dann holen wir nur mal aus dem Zimmer noch die andere Rohrzange. Hier ist er. Und eine Pfanne haben wir auch noch. Wir nehmen mal gleich mal Medizin ein. Die ganze Dose einfach verschlucken. Ist am besten. So, und jetzt geht's ab. Zum Bruder. Wie kommen wir jetzt da hin? Einmal da hinten rum. Schätze ich mal, hier lang. Irgendwie Muni übersehen? Nee. Haben wir alles. Wir haben so viel Muni eingesammelt. Guten Tag. Ja, komm mal hier. Spawn mal vor mir. Ganz schlau. Wow. Was? Warum ist die Musik? Komm, guck mal hinter dir. Hinter dir, mein Sack. Hä? Was? Ich hab mich doch gar nicht angegriffen. Warum krieg ich Schaden? Komm her, komm! Oh, du hast eine Platzwunde. Das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Ja, komm hoch. Alles gut. Ja, komm du mir auch noch in die Quere. Sackgesicht. Ja, und du auch noch. Denkst du, ich hab Angst? Ich hatte Angst vor euch. Doch dann habe ich gemerkt, dass man euch töten kann. Seitdem nicht mehr. Seitdem renne ich auf euch zu! Arschloch. Ich sehe schon wieder einer liegt und als wenn er frisst. Ey, wie ist unser Bruder? Wir haben zu viel Zeit vertrödelt. Ich finde auch krass, dass einfach unendlich kommen, weißt du? Also, wenn du nicht aufpasst und vor allem, wenn du es nicht weißt, wie ich am Anfang, auch schon beim ersten Kapitel, davor, im Apartment und so, wo ich auf der Straße war, wenn du nicht weißt, dass unendlich kommen, dann beschäftigst du dich mit denen dauernd, knüppelst sie alle um und checkst dann erst irgendwann, scheiße, es kommen unendlich und deine Muni ist dann alle. Ja, guten Tag, die Herren und Frauen. Und Frauen vor allem. Scheiße, ist es unser Bruder? Ha! Aus dem Weg! Mistviecher. Ich kann nichts genau erkennen. Doch, oh nein, er wird angegriffen. Er wird angegriffen. Help me. I can't keep it off me much longer. Grab that pistol and shoot it quick. Ja, mach ich. Halt durch. Just in the nick time. Great work, bro. Okay. Listen, we can use the bus to evacuate everyone out, but we have to find parts to fix it up first. We need some coolant, ich kann jetzt a nicht. Radio cap, and a battery. I can keep you covered from up here. Ja, alles gut, ja. Danke. Oh, danke. Endlich mal jemand, der auch mal mithilft, aber nicht mal trifft. Okay, wir brauchen Batterien und so weiter. Bruder, so macht man das, ne?